Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Linux Review, Vergleich, whatever. Heute wollen wir uns Elementary OS angucken. Ich habe tatsächlich unglaublich viele Fragen bekommen. Hey, gibt's vielleicht, also du hast jetzt ein paar Linux-Distributionen vorgestellt, die so aussehen wie zum Beispiel Windows. Gibt's nicht vielleicht auch was, was aussieht wie Mac, das so ein bisschen den Einstieg für uns arme Mac-User erleichtert? Und ja, gibt es natürlich und das Ganze nennt sich Elementary OS. Ich muss euch allerdings vorwarnen, ich persönlich finde Elementary OS zwar ein wunderschön aussehendes und sehr schnelles System, das heißt auch auf älteren Rechnern funktioniert es wunderbar, alles ist Open Source, aber was ich persönlich nicht so gut finde, ist eine Kleinigkeit, was es auch persönlich, finde ich zumindest, nicht so geeignet für Anfänger macht, also für Semi-Anfänger absolut geeignet, aber für blutigste Anfänger nicht ganz so toll, weil auf Elementary OS dürfen nur GTK-Anwendungen laufen. Was bedeutet das? GTK ist ein Framework, oder GTK Plus besser gesagt, ist ein Framework, damit man Anwendungen nach außen grafisch ausrichten kann. Also wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, mein Aufnahmeprogramm, das ist zum Beispiel das hier, das hat jetzt irgendeine Bibliothek benutzt, damit es natürlich hier als Anwendung sichtbar ist, damit ich nicht das Ganze aus der Konsole oder aus dem Terminal bedienen muss, also sprich aus dem da, damit ich das auch wirklich in der Hand haben kann, Buttons drücken kann und so weiter, damit ich es halt nicht so aufwendig bedienen muss. Es gibt relativ viele verschiedene solche Oberflächen. Eine wäre Qt, eine andere wäre eben zum Beispiel GTK+. Und auf Elementary OS dürfen nur Anwendungen laufen, die GTK+ verwenden. Und das limitiert das ganze Spektrum an Anwendungen natürlich sehr stark. Das heißt, wenn ihr irgendwie Probleme habt, also wenn ihr denkt, Linux ist vielleicht nicht so ganz für mich geeignet, weil ich viele Programme nicht laufen lassen kann, dann ist Elementary OS genau das Falsche für euch, weil da werdet ihr große Probleme haben, möglichst viele Anwendungen zum Laufen zu bringen. Wenn ihr damit kein Problem habt, ist Elementary OS perfekt für euch. Okay, wir gehen hier mal ganz kurz durch und zwar, wenn ihr auf elementary.io geht, ich bin jetzt hier auf schon dem deutschen Teil, dann werdet ihr es erstmal hier herunterladen können. Da wollte ich nicht hin. Gehen wir nochmal ganz kurz von vorne drauf und zwar kann man hier sagen, man möchte es kaufen. Das heißt, man kann hier vorne eingeben, zahle was du möchtest, $5, $10, $25, weil die natürlich auch irgendwie ihre Server finanzieren müssen und natürlich vielleicht auch ein bisschen Gewinn machen müssen. Denn gerade Elementary muss natürlich sehr, sehr viele eigene Projekte unterbringen, weil sie eben sozusagen die ganzen populären Anwendungen, wie zum Beispiel LibreOffice, Thunderbird und so weiter, die laufen alle nicht über GTK+. Und das heißt, was Elementary macht tatsächlich, ist diese Anwendung umzuschreiben in GTK+ Anwendung, damit sie auch auf Elementary OS laufen. Und deswegen wollen die natürlich hier von euch eine Spende haben. Ihr könnt aber das Ganze auch erstmal hier ausprobieren, indem ihr hier eine Null eintragt, nicht spenden wollt und dann eben Elementary OS herunterladet. Ja, das nur so am Rande, das ist auch weitläufig bekannt. Und wir gehen hier mal ganz kurz durch. Wir haben einen unabhängigen Open Source App Store. Das ist quasi wirklich wie der Mac App Store so gedacht gewesen, dass ihr hier eben auch Software installieren könnt. Soweit ich weiß, ich habe es allerdings nicht ausprobiert, ist Elementary OS auch so weit gegangen zu sagen, ihr dürft nichts mehr von der Kommandozeile, also vom Terminal aus, selbstständig installieren, sondern ihr müsst alles über diesen App Store beziehen. Das heißt, ihr seid eventuell wirklich sehr limitiert hier. Also nur ein ganz kurzer Beispielvergleich sozusagen. Ihr werdet dann eben solche Software wie zum Beispiel Neues für Musikwiedergabe verwenden. Ihr müsst, also weil eben VLC, soweit ich weiß, auch nicht funktioniert. Ihr könnt Scratch verwenden, das ist ein Texteditor mit eingebautem Terminal zum Beispiel und so weiter und so fort. Also ihr habt dann halt einen Haufen unbekannter Programme, sage ich jetzt mal, die aber auf bekannten Programmen basieren, aber ihre eigene Oberfläche sozusagen wieder reinpacken. Und ihr könnt dann nämlich auch in diesem App Store eben die Entwickler natürlich unterstützen. Und ja, also im Endeffekt, es ist zwar das meiste da, aber es ist natürlich sehr limitiert, sage ich jetzt einfach mal. Aber dafür natürlich Open Source, das heißt deutlich besser als Windows oder Mac das Ganze machen. Wobei Mac natürlich auch viel Open Source hat. Es ist keine Werbung dabei, keine Spionage dabei und so weiter und so fort. Es ist zuverlässig und sicher, sagen sie hier. Das Ganze basiert natürlich auf Linux. Dafür ist nicht Elementary verantwortlich, sondern eher mehr oder weniger Linux an sich. So, jetzt habe ich erstmal so, wobei, nee, ich habe noch nicht genug gesagt. Und zwar will ich natürlich euch auch sagen, auf was das Ganze basiert. Elementary OS basiert auf
Ubuntu, die aktuelle Version, also wir sind jetzt gerade hier bei Elementary OS 0.4.1, die basiert auf, die heißt erstmal Loki und es ist am 17.05.2017 rausgekommen und basiert auf Ubuntu 16.04.1. Also nicht das neueste Ubuntu, aber auch nicht ein altes oder sowas. Also es ist durchaus noch alles dabei und es wird gerade auch an 0.5 nicht geforscht, aber halt, es wird an 0.5 entwickelt. Achso, ja, für jemanden, der sich vielleicht fragt, wie diese Oberfläche hier heißt, also dieses macOS Lookalike, das Ding nennt sich Pantheon und ist natürlich auch zum Beispiel in den Paketquellen von Arch Linux vorhanden. Das heißt, ihr könnt auch Arch Linux so aussehen lassen wie eben Elementary, wenn ihr Bock drauf habt. Paketquelle bzw. Paketverwaltung ist natürlich die Debian-Paketquelle apt bzw. apt-get. Und das Release-Model ist hier auch wieder fixed, das heißt, ihr bekommt wie bei Ubuntu sozusagen immer feste Updates, also jetzt kommt ein Update und so weiter und so fort. Ihr habt auch nicht so wirklich viele Apps installiert von vornherein, also da ist Elementary relativ sparsam. Ihr könnt natürlich weitere Apps installieren, wenn ihr Bock drauf habt, aber das ist auch so ein Punkt, wo ich ganz gut finde, weil viele Distributionen, wie zum Beispiel eben Ubuntu, die schmeißen euch einfach schon alles von vornherein drauf, also LibreOffice, Firefox, hier hast du und so weiter und so fort. Das müsst ihr hier mehr oder weniger alles selber machen, was aber in meinen Augen eher positiv als negativ ist, weil man dann natürlich auch die Kontrolle drüber hat, was da alles draufgeschmissen wird. Ja, vor allem das UI, also das User Interface hier wird natürlich am höchsten gelobt und das ist auch, glaube ich, so der entscheidende Grund, warum man sich eben Elementary installieren möchte. Gut, wir gehen das Ganze jetzt erstmal an und zwar starte ich mal wieder meine virtuelle Maschine, die ihr natürlich nicht machen müsst. Was ihr machen könnt, wenn ihr Bock drauf habt auf diese Distro oder sie auch einfach mal nur ausprobieren wollt, dann geht ihr hier wieder mal auf die Seite. Ladet euch hier diese ISO-Datei runter, könnt ihr auf eine DVD bzw. ja doch, passt nur auf eine DVD, hat 1,5 GB, einfach auf eine DVD brennen, starten und dann von eben dieser DVD aus booten. Und ja, dann habt ihr im Endeffekt die Möglichkeit, das auch auszuprobieren, wie ich das jetzt gerade mache. Also es wird noch nicht installiert oder sowas, sondern ihr könnt einfach mal testen, ist es was für mich oder vielleicht doch eher nicht. Es dauert natürlich alles ein bisschen, aber ihr seht jetzt schon, es sieht wunderschön aus und das ist auch tatsächlich... das ist auch tatsächlich so. So, wir wollen natürlich hier erstmal Try Elementary auswählen. Und das ist auch so der Punkt. Achso, ich hätte es auf Deutsch stellen können, ne? Ihr seht hier an der Seite übrigens auch, was ihr alles haben wollt. Aber jetzt können wir erstmal hier kurz warten, bis es gestartet hat. Ich pausiere euch mal währenddessen. Hat sich absolut nicht gelohnt, ist schon lange da. Also quasi 2 Sekunden, nachdem ihr... soweit wart. Und ja, jetzt habt ihr hier im Endeffekt, das ist eure Oberfläche. Hier könnt ihr einfach mal durchgucken, was ihr hier so alles habt. Der Standardbrowser übrigens ist Epiphany Webbrowser. Und ich weiß nicht, ob euch der jetzt so zusagt. Ihr könnt ihn gerne einfach mal ausprobieren. Ist natürlich nicht unbedingt die Option, die ich jetzt hier persönlich wählen würde. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich nicht mal. Man kann bei den Browsern aber natürlich auch Firefox zum Beispiel verwenden. Google Chrome kann nicht verwendet werden, weil es keine offiziellen Paketquellen gibt und ihr könnt nur von den offiziellen Paketquellen installieren. Ja, was wollen wir hier machen? Wir gehen erstmal auf Google. Google.com. Einmal mal kurz warten. Das Lang hier liegt eher an meinem System hier, weil ich dem nicht so viel, wirklich viele Ressourcen zugeliefert habe. Und natürlich nebenher noch aufnehmen und so weiter und so fort. Also das liegt jetzt nicht unbedingt an Elementary. Ja, also ganz normaler Webbrowser im Endeffekt. Ihr könnt ihn auch gerne mal ausprobieren. Sieht natürlich alles so ein bisschen aus, als wäre es von Mac gekommen. Also ich selber habe nicht wirklich jemals Mac richtig intensiv benutzt. Aber es sieht zumindest alles so ähnlich aus. Auch diese Leiste hier unten und so weiter und so fort. Guckt euch einfach mal um, ob es euch gefällt oder nicht gefällt. Ansonsten gucken wir uns einfach mal ganz kurz noch das App Center an. Und wir sehen hier gleich schon... Ah ja, wunderbar, jetzt wissen wir auch, warum es so geleckt hat. Dieses Fail-to-Fetch-Upgrades, das muss euch nicht installieren, das muss euch nicht interessieren, das liegt einfach daran, dass wir natürlich das System nicht installiert haben, sprich wir können auch nichts installieren an Software und Updates sind nun mal auch Software, die wir installieren wollen. Das heißt, der Fehler sollte nicht kommen, wenn ihr das System auch installiert habt. Wir wollen jetzt hier natürlich erstmal... das ganze System hier ausprobieren, bevor wir hier irgendwelche Updates installieren. So, und ja, ihr könnt jetzt hier auch gerne mal einfach durchgucken, was gibt es zum Beispiel für, lasst uns mal bei Games reingucken, weil ich ein alter Gamer bin. Bam, ihr könnt Steam installieren. Wuhu, wer hätte es gedacht.
Weil Steam so ziemlich die Gaming-Plattform schlechthin ist. Dann könnt ihr natürlich hier zum Beispiel Internet, was gibt's da? Ihr könnt einen Mail-Client installieren, zum Beispiel. Können wir jetzt hier nicht machen, weil wir nur am Ausprobieren sind. Ihr könnt fürs System irgendwelche Sachen installieren. Aber ihr seht, es ist relativ limitiert, was man hier alles installieren kann. Vielleicht noch Audio. Das Ding heißt einfach nur Music. Hat nicht wirklich einen tieferen Namen. Ja, wer weiß, vielleicht braucht ihr ja irgendwie, halt, da waren wir schon. Vielleicht habt ihr ja irgendwie spezielle Verwendungen dafür. Das sind, glaube ich, sogar die Apps, die wir installiert haben. Also zumindest in Accessories, haben wir natürlich schon relativ viel installiert. Zum Beispiel den Calculator habe ich vorhin schon gesehen. Genau, also wie gesagt, einfach mal hier durchgucken, ob das für euch passt. Wenn ihr einfach nur so ein kleines Office-System braucht, absolut ausreichend, würde ich mal sagen. Und ja, eigentlich ziemlich gut. Und wie gesagt, es läuft auch relativ schnell, also von dem her ganz interessant. Gut. Widmen wir uns mal der Installation. Also das hier ist jetzt quasi nur die Live-Vorschau gewesen. Wir gucken uns sozusagen mal an, wie das Ding aussehen wird, wenn es fertig ist. Wir gehen jetzt natürlich hier noch her und wollen das Ganze installieren. Und dazu haben wir hier unten diesen kleinen Button Install Elementary OS. Und da klicken wir einfach mal drauf. Wer hätte es gedacht? Ja, dauert jetzt natürlich ein bisschen. Wie gesagt, mein Rechner ist gerade nebenher so ein bisschen ausgelastet. Wir gehen natürlich hier hoch und wählen Deutsch aus, damit wir auch die deutsche Version von Elementary bekommen. Also ihr seht, die deutsche Sprachausgabe ist auf jeden Fall verfügbar. Genau, was wollen wir machen? Wir wollen Aktualisierung herunterladen, während Elementary aktualisiert wird. Moment. Wir wollen Aktualisierung herunterladen, während Elementary aktualisiert wird. Ist das nicht immer automatisch so, dass ich was herunterlade, wenn ich ein Update mache? Na egal. Wir wollen Installation von Drittanbieter-Software, wollen wir in dem Fall wahrscheinlich haben, also sowas wie MP3 zum Beispiel könnten wir sonst nicht abspielen. Manche WLAN-Geräte hätten wir sonst auch nicht als im Support dabei. Das heißt, hier machen wir höchstwahrscheinlich mal, für die meisten von euch wird es sinnvoll sein, hier den Haken reinzusetzen. Und das Problem ist natürlich hierbei, dass der Quellcode, also der Programmcode tatsächlich von vielen von dieser Software hier nicht unbedingt verfügbar ist. Und ja, ich habe hier schon Manjaro installiert. Das ist auch ein Teil der Linux-Playlist gewesen, wo ich die Distribution vergleichen möchte. Ich kann jetzt auswählen, also wenn ihr jetzt zum Beispiel Windows schon installiert habt oder zum Beispiel macOS installiert habt, dann könnt ihr beide Systeme auf einmal installieren und könnt dann auswählen, welches System ihr sozusagen als Hauptsystem verwenden wollt. Dann wählt ihr hier einfach Elementary neben Manjaro Linux oder neben, keine Ahnung, was für ein System ihr auch immer habt, hier einfach nebendran, dann bleiben einfach beide Systeme da und ihr könnt auswählen, was ihr gerne haben möchtet. In meinem Fall, und Achtung, jetzt hier wieder mal meine Warnung, ich bin nicht verantwortlich für Datenverluste, ich wähle jetzt hier aus Festplatte löschen, weil ich Manjaro in dem Fall nicht mehr brauche. Ich habe ja das Video für euch fertig gedreht und euch auch schon vorgestellt und alles, deswegen brauche ich Manjaro jetzt hier zumindest in meiner virtuellen Maschine nicht mehr. Und ja, dann könnt ihr hier, wenn ihr wollt, auch noch die Installation verschlüsseln, das mache ich jetzt hier nicht. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, LVM installieren, das werde ich jetzt nicht erklären, was da so passiert. Das Sinnvollste für euch ist wahrscheinlich neben zu installieren, also neben was auch immer ihr installiert habt, oder die Festplatte zu löschen. Die beiden anderen Sachen müsst ihr nicht machen, außer ihr seid natürlich erfahrene Nutzer, dann könnt ihr das ruhig auch machen. Dann solltet ihr aber wissen, was ihr tut. Auch hier solltet ihr wissen, dass ihr die Festplatte löscht, denn dann wird tatsächlich alles gelöscht, was auf dieser, in meinem Fall, virtuellen Festplatte drauf ist. Also wenn ihr Windows installiert habt, dann ist danach Windows weg. Eure privaten Dateien und so weiter sind alle komplett weg, wenn ihr diese Option hier wählt. Wenn ihr die obere Option wählt, dann bleibt alles so, wie es ist. Und ihr habt halt noch Elementary zusätzlich, also quasi beides. Also seid da bitte vorsichtig, nicht, dass ihr irgendwie... Und immer ein Backup davor machen. Bevor ihr irgendwas installiert, es kann immer irgendwas schief gehen. Immer ein Backup machen. Das ist so ziemlich das Wichtigste. So, hier natürlich die Zeitzone auswählen. Berlin in meinem Fall ist absolut in Ordnung. Ich nehme zumindest mal an, dass in Berlin dieselbe Uhrzeit ist, wie jetzt gerade bei mir. Was hier übrigens nicht ganz stimmt, in meinem Fall ist das ein bisschen was anderes. So, ja, das ignorieren wir jetzt einfach mal ganz eiskalt. Genau, genau, brauchen wir nicht. Also in eurem Fall solltet ihr das machen, wenn hier wirklich so ein Fehler kommt. Ach, komm schon. Okay, dann starte ich jetzt eben mal ganz kurz neu und pausiere euch währenddessen. Also wenn so ein Fehler kommt, dann solltet ihr dem auch Folge leisten und einfach mal kurz neu starten, dann sollte da nichts passieren. Gut, in diesem Sinne wählen wir jetzt hier einfach mal direkt die spanische Installation aus. Installa Elementary. Nein, natürlich nicht. Elementary installieren. So.
Genau, also ich habe jetzt einfach neu gestartet und ja, alles gut. Ich fange jetzt sozusagen mit meiner Installation von vorne an. Aber gut, das kann mal vorkommen, wenn irgendwie die Festplatte noch blockiert ist, warum auch immer die blockiert war. So, wir gehen jetzt auf Jetzt installieren und machen hier einfach mal weiter. Das hatten wir gerade vorhin schon alles besprochen. Ihr müsst hier vorsichtig sein. Es kann was kaputt gehen dabei. Bitte macht mich nicht verantwortlich, sondern schaltet euren Kopf ein. Und jetzt bekommen wir natürlich hier auch keinen Fehler mehr. Weil einfach, ja, es ist halt einfach so. Okay, ihr habt ja auch übrigens die Möglichkeit, eure Mac-Tastatur auszuwählen. Das heißt, wenn ihr irgendwie zum Beispiel den Apfel oder sowas auf eure Tastatur habt, dann werdet ihr wahrscheinlich verwirrt sein, wenn es plötzlich heißt Windows-Taste und was weiß ich was, weil keine Windows-Taste, wer hätte es gedacht. Ja, also ihr habt dann verschiedene Tastatur-Layouts. Guckt einfach mal nach, was ihr für eine Tastatur habt. Es gibt allerdings hier Standard-Tastaturen. Es gibt auch eine deutsche QWERTY-Tastatur, ist interessant zu wissen. Aber genau, wir haben, also ich habe in meinem Fall eine ganz normale deutsche Tastatur. Ich habe keine ganz besondere Tastatur, so wir nennen das Ganze, oder wir nennen mich erstmal Morpheus und Name meines Rechners ist Morpheus Virtual Box, das ist okay. Passwort nehmen wir natürlich das sicherste Passwort aller Zeiten, wie wir sehen, ein gutes Passwort ASDF1234 mit einem Bodenstrich dazwischen. Wir wählen hier automatisch anmelden. Da könntet ihr natürlich auch Passwort zum Anmelden abfragen machen. Wenn ihr euren Rechner irgendwie für andere zugänglich gemacht habt, also zum Beispiel irgendwie eine WG oder sowas, dann würde ich euch wirklich empfehlen, da ein Passwort zum Anmelden abfragen zu lassen. Denn ansonsten kommen interessante Dinge raus, wie ich auch schon in einem Chat mitbekommen habe. Ja, danke für die Erheiterung übrigens. Okay, dann wartet ihr einfach kurz, bis die Installation fertig ist. Also im Endeffekt muss man da nicht wirklich viel machen. Eigentlich macht das Ganze die Installation komplett von sich selbst aus. Das heißt, ihr müsst hier nur kurz warten und das werde ich jetzt auch mit euch machen. Nee, ich werde euch natürlich das rausschneiden. Wunderbar. Und wenn es fertig ist, dann einfach, wer hätte es gedacht, ihr habt im Endeffekt nur eine Möglichkeit, also jetzt neu starten. Genau. Und dann ist euer System installiert. Dann habt ihr alles, was ihr braucht. Das muss euch übrigens hier nicht kümmern. Einfach mal kurz warten und plötzlich steht hier BAM. Remove the Medium. Das ist der Punkt, wo ihr die DVD rausnehmen könnt. Enter drücken, bei mir geht's automatisch. Haha. Und ja, genau. Dann einfach auch nochmal kurz warten. Und ich habe hier gerade nebendran Musik offen. Und ich kriege immer so interessante Werbung. Das ist echt witzig. Aber ja. Natürlich höre ich auch Musik, während das Ding fertig lädt. Also nicht wundern. Ich hatte sogar gerade noch Kopfhörer auf. Aber die sollte ich natürlich wieder mal abziehen. Okay, cool. Ja, genau, das ist im Endeffekt alles. Jetzt habt ihr euer System fertig installiert. Ihr seht, es hat ein paar Minuten bei mir gedauert, aber nicht so allzu lang. Und wenn ihr Updates verfügbar habt, dann werden die nicht automatisch installiert, so wie es zum Beispiel bei Windows der Fall ist, sondern hier habt ihr dann... Oh, wow, wow. Okay. Ja, hier habt ihr dann natürlich das Update für euer Operating System. Ich dachte, wir haben es auf Deutsch installiert. Ha. Huh. Ja. Also ihr seht, ihr könnt ja einfach auf Update All klicken und dann habt ihr plötzlich auch schon die Updates dafür. Genau, wunderbar. Ihr könnt ja auch auf das App Center gehen, da habt ihr dann eben auch die Updates, also unter Updates tatsächlich, das ist eigentlich auch bloß das App Center im Updates Tab. Und ja, dann könnt ihr hier natürlich auch wieder normal aufs App Center gehen, könnt euch hier nochmal umschauen. Ah, ich brauche zum Beispiel noch, was haben wir hier? Keine Ergebnisse, okay. Ja, wahrscheinlich, weil wir erstmal Updates machen müssen. Genau, updatet einfach und probiert mal rum ein bisschen. Vielleicht auch in der virtuellen Maschine, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid. Guide dazu gibt es natürlich auch auf meinem Kanal und zwar in der Linux-Playlist. Also es gibt nochmal eine extra Playlist. Das hier ist die Playlist sozusagen, wo ich verschiedene Distributionen mal kurz reviewe und mal kurz sage, wie ich sie so persönlich finde, ein paar Informationen vielleicht rausgebe, die nicht so offensichtlich sind, wo man ein bisschen recherchieren muss und so. Und ja, die andere Playlist ist tatsächlich die Tutorial-Reihe, wie man das Ganze auch wirklich dann zum Beispiel in VirtualBox verwendet, wie man das Terminal verwendet und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr mehr zu Linux haben wollt, könnt ihr einfach mal auf meinem Kanal vorbeigucken. Ihr könnt mir natürlich auch sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da lassen, wenn ihr gerade schon dabei seid und das Video sowieso fast fertig ist. Und ich bedanke mich bei euch dafür, dass ihr natürlich zugeguckt habt. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.